alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Hast du irgendwas nicht mitbekommen? Wir kommen hier nicht raus. Wir sind eingeschlossen. Mann, so schlimm ist das doch nicht. Das ist schlimm. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus, eingeschlossen zu sein. Du bist meine Frau. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Das macht einen schlechten Eindruck. Was, dass ich mit den Gästen rede? Du hast nicht geredet, du hast diese Tussi total angebaggert. Sie hat mich angebaggert. Ja, dann darfst du dich eben nicht drauf einlassen, das ist total unprofessionell, das Barkeeper. Du bist eifersüchtig, deswegen verhältst du dich wie eine betrogene Ehefrau. Aber ich lass mir von dir nichts sagen. Wenn ich will, schleppe ich jede Nacht eine ab. Das bist du nicht. Du hast mir nichts zu sagen. Und doch, ich bin hier nämlich der Hauptmieter, du nur der Untermieter. Willst du mich etwa rausschmeißen? Wow, du hast es kapiert, also pack deine Sachen und verpiss dich. Das ist gerade nicht dein Ernst. Doch. Die heutige Show gilt absolute Sicherheitsstufe. Niemand außerhalb dieser Räume hat je einen Entwurf, geschweige denn ein Kleid der neuen Kollektion gesehen. Ich möchte, dass es so bleibt. Was ich darum geben würde, das Kleid auf der Präsentation tragen zu dürfen. Damit halten wir die Spannung bis zur Präsentation so hoch wie möglich. Geladen sind nur exklusive Kunden und ausgewählte Presse. Mit der neuen Kollektion werden wir alle vom Hocker reißen. Darauf könnt ihr einen lassen. Und da wir alle wissen, wie neugierig die Presse sein kann, möchte ich hier noch mal daran erinnern, dass jede Herausgabe von Informationen an Dritte als Vertragsbruch gewertet wird. Was eine fristlose Kündigung, eine Anzeige und eine empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen wird. Das war's. Wir haben viel zu tun, also an die Arbeit. Ich bin dann gleich mal außer Haus. Ach, dein Vorab-Interview mit diesem Ricky Flock. Was wirst du ihm denn von der neuen Kollektion erzählen? So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich bin wirklich froh, dass du das Kleid als Finalkleid ausgewählt hast. Ja, ich finde auch, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Schön. Danke. Sascha ist nicht in seinem Zimmer. Hast du echt toll hingekriegt. Morgen. Ich hatte meine Gründe, ihn rauszuschmeißen. Ach ja, welche Gründe hattest du denn? Hier ist eine WG und kein Sexhotel. Und jetzt reagier bitte nicht gereizt. Ich glaube... Was glaubst du? Ich glaube, du hast das gemacht, weil du eifersüchtig bist. Das glaube ich nämlich auch. Und das ist total unfair. Was machst denn du hier? Scheiße. Was ist denn passiert? Die ganze Nacht durchgemacht? Darf ich mich mal kurz auf dein Bett setzen? Hey. Oh. Ausgeworfen. Danke.
falsche Frau an dir dran? Olli. Jetzt. Olli hat mich rausgeworfen. Aus dem No Limits. Ja, aus der WG. Wieso hast du seinen Joghurt weggegessen? Ne? Nee, ich habe eine Frau mit nach Hause gebracht. Oh, und das ist jetzt neuerdings verboten? Das ist kompliziert. Andi, bitte, das ist eine Sache zwischen Sascha und mir, halt dich da raus. Wieso soll ich mich da raushalten? Ich wohne auch hier. Und du schmeißt einen Kumpel raus, weil er nicht dasselbe von dir will, wie du von ihm. Was ist denn das bitte für eine Logik? Du verliebst dich nicht in mich, also bist du jetzt obdachlos. Okay, ich war vielleicht eifersüchtig. Ich hab's nicht ertragen, dass er diese blöde Tussi hier angeschleppt hat. Ich hab's überreagiert, ihr habt ja recht. Dann bieg das mal wieder hin. Sascha hat dir nie irgendwelche Anzeichen gemacht, dass er was von dir will. Er war immer total klar und straight. Ach ja? Warum hatten wir dann Sex? Was? Ja, wir hatten Sex. Und jetzt schleppt er hier diese Tussi an und stimmt die ganze Bude zusammen, nur um mir zu beweisen, wie unglaublich heterosexuell er ist. Das wusste ich nicht. Jetzt weißt du's. Mann. Ja, jetzt wird's kompliziert. Tja. Das war's schon. Ich bedanke mich für dieses Interview. Und wenn ich das auch im Namen unserer Leser noch sagen darf, Sie sind eine faszinierende Frau und Modeschöpferin. Danke. Nicht ein kleiner Hinweis, was uns heute erwartet? Ich glaube, da müssen Sie wohl zu unserer Show kommen. Na, Sie machen es aber diesmal wirklich spannend. Die Modewelt blickt gebannt auf LCL. Ja, Sie können sich auch auf eine Überraschung gefasst machen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis später. Hey, hey. Was machst du hier? Ich dachte, du bist wegen der Präsentation total eingespannt. Ich habe gerade noch ein Interview gegeben. Ach so. Und ich dachte, ihr wollt von der Präsentation noch gar nichts verraten. Haben wir auch nicht. Ich habe nur so ein paar Krümel gestreut. Ich glaube, er hat sich mehr erhofft. Und? Aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Ja, eigentlich sogar sehr. Du konntest mich immer vor einer Show beruhigen. Naja, ich habe dich einfach nur mit Sex abgelenkt. Hat jedenfalls funktioniert. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Ohne dich wäre ich nicht so weit gekommen. Das ist lieb, aber nicht wahr. Dein Talent und dein Ehrgeiz haben dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wenn du möchtest, kannst du doch auch zur Show. Showstopper-Kleid, was wir heute Abend zum ersten Mal präsentieren. Aber wenn ihr das Kleid heute Abend zum ersten Mal präsentiert, wie kann es die Dame denn schon tragen? Ich weiß es nicht, aber ich will es herausfinden. Erstmal nach Hause und zieh mich um. Ich meinte, was ist jetzt mit uns? Erzähl mir nicht, die letzte Nacht hatte nichts zu bedeuten. Ich habe keine Ahnung, was es zu bedeuten hatte. Komm schon, Dana. Es war wie früher. Du hast es auch gespürt, erinnere dich. Ja, vielleicht war es gerade mal so wie früher. Hier gibt es auch ganz viel, das ist gar nicht so wie früher. Bedeutet ja nichts mehr. Bedeutest du mir was? Letzte Nacht war wunderschön. Und ja, es war für einen Moment so wie früher. Aber es geht nicht. Wir können nicht einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Warum nicht? Weil das nicht geht. Weil wir nicht mehr die gleichen sind. Du hast dich verändert. Ich habe mich verändert. Das hat letzte Nacht auch keine Rolle gespielt. Doch, hat es. Okay, erklär es mir. Inwiefern? Natürlich war es erstmal so wie früher, aber es ist auch alles noch so fremd. Du bist mir fremd, das macht mir Angst. Du hast viel Schlimmes erlebt. Dieser Schiffbruch und der Tod von deinem Vater.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dich hält diese Insel immer noch gefangen und ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Hilf mir! Hilf mir, das alles hinter mir zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es tut mir leid. Bitte nicht. Das ist schon okay. Hey. Hi. Was? Willst du jetzt auch noch meine Modelbeziehungen spielen lassen, dass ich meinen Job hier verliere? Ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich hoffe, du musstest gestern nicht auf einer Parkbank übernachten. Ich? Nee. Ich kenne genug Damen, die ihr Lager mit mir teilen wollen. Sascha, können wir den Scheiß lassen und einfach ganz normal miteinander reden? Schieß bloß. Es stimmt, ich habe überreagiert, weil ich eifersüchtig war. Habe ich mitbekommen. Jetzt will ich dich bitten, dass du zurückkommst. Vergiss diesen blöden Rauswurf, okay? Wie stellst du dir das vor? Du und ich, Tür an Tür in derselben Wohnung. Und du, der nicht checkt, dass ich nichts von dir will. Das habe ich gecheckt. Ich glaube nicht, dass du mit umgehen kannst. Bei der nächsten Gelegenheit rastest du völlig aus. Was soll das heißen? Du kommst nicht zurück? Wie gesagt, ich kenne genug Damen, die ihr Lager mit mir teilen wollen, die nicht so zicken. Was machst du denn hier? Nachdenken. Großartig. Man sollte viel öfter und viel mehr nachdenken. Wenn alle Leute öfter und mehr nachdenken würden, dann wäre die Welt vielleicht kein besserer Platz, aber auf keinen Fall mehr so laut und verquatscht. Was ist los? Du siehst müde aus. Ich habe gar nicht geschlafen. Aber du hast nicht die ganze Nacht auf dieser Parkbank nicht geschlafen. Nein. Krieg ich einen Schluck? Sicher. Möchtest du mir vielleicht erzählen, worüber du nachdenkst? Ich glaube besser nicht. Soll ich dich alleine lassen, damit du weiter nachdenken kannst? Ich glaube, ich will gar nicht mehr nachdenken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Na, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich weiß, was du brauchst. Komm mit. Kaffee kannst du behalten. Und? Ich hatte recht. Ich erkenne doch meine Entwürfe. Also ist es dein Kleid? Es ist jetzt nicht mein Kleid, es ist eine Kopie, aber... besonders schlechter auch noch. Ja, aber wer kopiert denn einfach dein Kleid? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Freundin hat es ihr genäht. Und hat sie gesagt, wer? Nein, sie wollte mir natürlich nicht ihren Namen sagen, aber ich wollte sie jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit aus ihr rausprügeln. Hat doch eh keinen Sinn. Denkst du, es ist vielleicht eine von der Näherin? Ich habe keine Ahnung. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das niemand mitbekommt. Stell dir mal vor, die Presse kriegt das mit. Ich werde herausfinden, wer das war. Und derjenige kann sich warm anziehen. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein altes Kloster. Genau genommen ein Schweigekloster. Ah. Deshalb ist hier so ruhig. Na, hier ist es so ruhig, weil diese Räume spezielle Ruhe- und Meditationsräume für gestresste Städter wie uns sind. Und was machen wir dann hier? Ausruhen. Dafür habe ich doch gar keine Zeit. Und genau da liegt der Fehler. Du bist müde, aber kannst nicht schlafen. Du hast Redebedarf, aber kannst nicht drüber reden. Und irgendwann wird sich das rächen. Du
Du meinst, davon wird man krank? Ja, es muss nicht passieren, aber die Gefahr ist schon da. Deswegen rate ich dir als Arzt und Freund, leg dich hin und mach eine Pause. Es gibt einen Grund, warum ich letzte Nacht nicht geschlafen habe. Den gibt's immer. Und wir werden darüber reden, wenn du bereit dazu bist. Aber jetzt leg dich erstmal hin und entspann dich. Kann es sein, dass ich Stunden vor der Präsentation eine Frau in einem Kleid sehe, was wir heute Abend zum ersten Mal zeigen? Ganz offensichtlich hat jemand den Entwurf kopiert und weitergegeben. Reden wir nicht drum rum. Wer war's? Alle, die mit den Kleidern und Entwürfen zu tun haben, stehen hier gerade in diesem Raum. Also raus damit! Sag mal, wisst ihr eigentlich, was passiert, wenn einer unserer Kunden heute Abend bemerkt, dass er eines der Kleider schon als Plagiat auf der Straße gesehen hat? Wir können nur hoffen, dass das nicht passiert ist. Irgendjemand hat hier ganz großen Mist gebaut. Und ich will jetzt wissen, wer das ist. Letzte Chance. Okay, schön, wir werden auch so herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Und ich sage euch eins, eine fristlose Kündigung ist die harmloseste aller Konsequenzen. Ja, hier ist ja ganz schön was los. Ja, nee, das machst denn du hier? Hat Olli dich geschickt, mich zuzutexten, dass ich zurück in die WG kommen soll? Nö, dafür brauche ich keinen Auftrag. Ich find's selber blöd, dass die WG auseinanderbricht. Wir sind doch sowas wie eine Familie. Ja, wenn der Olli die Regeln macht. Ohne mich, der Typ ist durchgeknallt. Tja, hab ich auch erst gedacht, bis ich erfahren habe, dass zwischen euch was gelaufen ist. Hat er dir das gesagt? Ja, und das wirft jetzt irgendwie ein anderes Licht auf die Dinge. Tut es das? Mann, Sascha, wir wissen doch alle, dass Olli nicht verknallt ist. Meinst du, es macht die Sache besser, wenn du mit ihm in der Kiste landest? Nein, deswegen war die Sache ja auch ein Riesenfehler. Der aber passiert ist. Kann ja sein, dass dir das alles egal ist, aber für Olli ist sowas eine große Sache. Der sagt, dass mir die ganze Sache nichts bedeutet hat. Glaubst du wirklich, ich wäre mit Olli ins Bett gestiegen, wenn mir egal wäre? Warum denn 350? Das muss hier doch irgendwo stehen. Leni, machst du mir bitte auch einen Kaffee? Dauert einen Moment, die Bohnen sind alle. Da sind noch welche. Wo denn? Da neben der Mühle. Hier, ich. Sorry. Ich hol schnell. Danke. Das habe ich schön verbockt. Willst du mir jetzt damit sagen, dass du in Olli verknallt bist? Was? Mann, Olli ist mein Freund und wer steigt schon mit seinem besten Freund ins Bett? Hm? Ich habe mir die ganze Sache auch nicht zugetraut, aber es ist passiert und es hat mich auch durcheinander gebracht. Aber du hättest schon wissen müssen, dass es Olli verletzt, wenn du eine Frau in die WG abschleppst. Mann, das wusste ich doch. Was sollte das dann? Wolltest du dir oder Olli beweisen, dass du nicht schwul bist? Ja, sowas in der Art. Das ist echt scheiße. Ja. Das ist es. Erinnere dich, wie wir auf dem Sprungturm standen. Es ist an der Zeit, die Angst aufzugeben. Du musst springen. Aber du bist nicht alleine. Du weißt, ich bin mein Leben lang davon gelaufen, aber seit ich dich kenne, will ich nur noch eins. Ankommen. Da, wo du bist. Darum frage ich dich. Dana Wolf, willst du mich heiraten? Ja. Dann erkläre ich.
Es ist gut. Ich bin bei dir. Dir kann nichts passieren. Was machst du da? Nichts. Was machst du mit diesem Kleid? Aufhängen. Gerade runtergefallen. Lüg mich nicht an. Rebecca, es ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Ach nein? Das ist ein Kleid aus der neuen Kollektion. Was macht das hier in deiner Tüte? Ach, Mann, Jessica, ich dachte wirklich, du hättest dich geändert. Du denkst jetzt aber nicht, dass ich das rausgeschmuggelt habe, um es zu kopieren. Das hast du schon mal gemacht. Du wurdest sogar abgemahnt. Was hat man dir gezahlt? Nichts. Du bist ja noch dümmer, als ich dachte. Ich habe das Kleid nur ausgeliehen. Ausgeliehen? Ja, und auch nur dieses eine hier. Mhm. Hältst du mich eigentlich für blöd? Nein. Nein? Okay, dann sag mir doch mal bitte, was du mit diesem ausgeliehenen Kleid gemacht hast. Ist angezogen. Und ich bin einmal damit ausgegangen. Aber ich habe total aufgepasst. Es ist total sauber und ich habe es sofort zurückgebracht. Das ist schon ein Grund, dich zu feuern. Bitte nicht, Rebecca. Es ist überhaupt nichts passiert. Mann, Jessica, jeder, der weiß, dass du hier arbeitest und mit so einem Kleid auftauchst, muss dich nur fotografieren. Es hat aber niemand ein Foto gemacht. Und selbst wenn, hätte keiner so schnell das kopieren können. Und warum sehe ich dann eine Frau im Schneiders mit unserem Showstopper-Kleid herumlaufen? Keine Ahnung. Aber ich schwöre dir, ich habe das Showstopper-Kleid noch niemals angerührt. Ich würde doch niemals dir oder der Firma absichtlich schaden wollen. Es ist mir völlig egal, ob das absichtlich oder unabsichtlich war. Du hast es getan. Was passiert jetzt? Das weiß ich nicht. Ich muss jetzt erstmal mit Tanja reden. Aber ich sage dir, das wird Konsequenzen haben. Hier bist du. Was machst du? Ich übernehme Saschas Putzdienst. Okay, also er kommt wirklich nicht zurück, ja? Sieht so aus. Rolli hat den Bogen einfach überspannt. Ja, aber hat nicht alles auch irgendwie immer zwei Seiten? Sascha hat den Streit doch auch provoziert. Meinst du das? Naja, dass er mit Olli in der Kiste war, das hat, glaube ich, sein Ego ein bisschen angeknackst. Ach komm, hat jetzt Macho-Sascha irgendwie Angst, schwul zu sein, oder was? Ja, irgendwie so. Zumindest hat er zugegeben, dass ihm die ganze Nummer ganz schön nahe ging. Aber ist ja auch irgendwie klar. Olli ist sein bester Kumpel. Sascha leidet wie ein Hund. Aber er traut sich nicht, ihm das zu sagen. Stattdessen macht er lieber einen auf Superhete, um Olli zu beweisen, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Ja, ich glaube, er ist wirklich sehr durch den Wind. Ja, der ist total durcheinander. Aber ist ja auch klar. Er weiß nicht, wie er das auf die Reihe kriegen soll. Ich meine, Olli ist sein bester Freund und er war mit ihm im Bett. Irgendwie rührt mich das. Aber Bella, die Sache ist top secret. Kein Wort zu Olli, klar? Ja, die müssen das selber auf die Reihe kriegen. Geht's dir jetzt besser? Das war genau das, was ich brauchte. Danke. Bleib ruhig noch ein bisschen liegen und komm langsam zu dir. Ich will jetzt lieber sitzen. Gut. Ich glaube, du bist jetzt soweit, mir zu erzählen, was dir schlaflose Nächte bereitet. Du kennst mich wirklich gut. Ja, ich denke, das tue ich. Außerdem sollte ein Arzt in der Lage sein, sich in seine Patienten hineinzuversetzen. Ich bin
aber nicht deine Patientin. Nein. Das bist du nicht. Wenn du mich so gut kennst, dann weißt du ja vielleicht schon, was ich dir sagen will. Auch wenn ich es wahrscheinlich ahne. Aber ich kann dir das nicht abnehmen. Du bist ein wundervoller Mann. Und jede Frau an deiner Seite kann sich wirklich glücklich schätzen. Aber ich werde die Frau nicht sein. Espresso für meine Lieblingsschwester. Du hast ja so gute Laune. Darf man nicht einfach mal grundlos gut gelaunt sein? Auch sehr gern sogar. Das ist schön. Guck mal, wer da kommt. Sascha. Hi. Können wir kurz unter vier Augen reden? Ja. Leni, ich bin gleich wieder da. Ich hätte mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin gerne bereit, eine Entschuldigung anzunehmen und wieder zurück in die WG zu kommen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Naja, so ein täglicher Matratzenwechsel ist halt auch nicht die Bombe. Ich brauche die WG und ich brauche meine Privatsphäre. Ja, dann willkommen zurück. Unter einer Bedingung. Da wäre, wenn ich mal eine Frau abschleppe, dann ist es nicht dein Bier. Das muss drin sein. Sag mal, wen versuchst du eigentlich zu verarschen? Mich oder dich selbst? Wovon redest du? Und Sascha, wir wissen beide, dass der Sex mit mir dir auch was bedeutet hat. Warum gibst du das nicht einfach zu? Jetzt geht das schon wieder los. Ja, aber was ist denn daran so schwer, das einfach zuzugeben? Alter, du bist wahnsinnig. Du bist sowas von verrückt nach mir. Das ist krank. Nee, krank ist es, hier jeden Tag eine andere Frau anzuschleppen, um mir zu zeigen, dass das sonst nichts werden wird. Das hier war ein Fehler. Glaube ich auch. Gut, dann sind wir uns einig. Ich bin weg. Gut. Sieht ganz so aus. Ach du je, alle Unterlagen laufen durch ihre Hände. Hat sie noch mehr rausgetragen? Anscheinend nur dieses eine Kleid, behauptet sie zumindest. Und das Finalkleid? Hat sie nicht angerührt. Das würde ich an ihrer Stelle auch behaupten. Ich finde, egal, was sie getan hat und ob es mit Absicht war oder nicht, sie hat die Präsentation gefährdet und dafür muss sie gerade stehen. Ja, du hast recht. Zumal es nicht das erste Mal war. Gut, dann kann ich sie jetzt entlassen. Warte mal, Rebecca. So einfach geht das nun auch nicht. Warum? Wir können sie nur entlassen, wenn wir auch nachweisen, dass sie die Information nach außen getragen hat. Entschuldigung, sie hat ein Kleid mitgenommen und getragen. Ja, das reicht für eine weitere Abmahnung, aber nicht für einen Rauswurf. Von mir aus soll sie Urlaub nehmen. Ich will sie ja auf jeden Fall nicht mehr sehen. Gut, hoffen wir, dass das Leck dadurch gestopft ist und die Präsentation wie geplant über die Bühne geht. Jessica war das Leck. Es wird keine weiteren Pannen geben. Musstest du ihn so auflaufen lassen? Er hat doch schon wieder voll die Macho-Schuhe abgezogen. Es war eine goldene Brücke. Du hättest ihn einfach drüber gehen lassen können. Wenn er auch was für mich empfindet, warum kann er das nicht einfach zugeben? Und so einfach ist es nicht. Für mich ist das neu. Kapierst du das nicht? Doch. Aber es ist komplett lächerlich, irgendwelche Bedingungen an deine Rückkehr zu knüpfen. Wie hätte ich ihm sonst sagen sollen, dass ich nichts von ihm will? Er muss mir doch nicht extra wehtun, damit ich kapiere, dass er nicht in mich verliebt ist. Mann, ich war mit meinem besten Freund im Bett und es hat mir gefallen. Aber das Problem ist, ich will ihn nicht als meinen besten Freund verlieren, aber er lässt es nicht zu, weil er mehr will. Warum sagst du ihm nicht einfach mal, was du willst? Der verhält sich sowas von widersprüchlich. Ich habe doch akzeptiert, dass er nicht mehr von mir will. Und jetzt führt er sich auf, als will er doch mehr. Ich meine einfach nur, dass du ehrlich zu ihm sein sollst. Sonst zerstört er am Ende noch alles, was euch verbindet. Ja, vielleicht ist ja schon alles kaputt. Ja, vielleicht musste das so kommen. Boah, euch ist echt nicht mehr zu helfen.
Die haben mich suspendiert. Was? Wieso das denn? Ich weiß es nicht. Ich hab dieses Kleid nur kurz ausprobiert und die denken, ich bin schuld. Ich hab dir was mitgebracht. Danke. Ich habe was falsch gemacht, aber ich werde das ganz bestimmt nicht nochmal machen, weil ich meine Lektion gelernt habe. Würdest du dich bitte ein bisschen beeilen? Ah, die bleibt hier. Nur deine Privatsachen. Natürlich. Würden Sie bitte darauf achten, dass Frau Stiel beim Weg nach draußen nicht irgendwas mitnimmt, was nicht ihr gehört? Danke. War jetzt nicht nötig, oder? Das habe ich auch gedacht, als ich festgestellt habe, dass du für die Plagiate verantwortlich bist. Du wirst noch merken, dass ich nicht schuld war. Hast du uns beobachtet, Jens und mich? Ich habe sowas noch nie gesehen in live. Das hatte ich angemacht. Vielleicht? Es war schön. Unglaublich schön. Aber ich glaube nichts von Dauer. Erstens stehe ich mehr auf Frauen und zweitens will ich nicht, dass wir uns da was vormachen. Du bist mein bester Freund und das ist mir unheimlich wichtig. Und ich will nicht, dass wir das durch Sex kaputt machen. Ich lebe ganz schön gefährlich. Erst Gringo und dann noch dein Mann. Puh. Ich hab's geschafft! Ich hätte das wirklich niemandem zugetraut. Schon gar nicht Jessica. Ich wusste sofort, dass sie es war. Sobald sie ein Outfit sieht, das ihr gefällt, da setzen die letzten paar Gehirnzellen aus. Sie hat bestimmt einfach nicht richtig nachgedacht. Manchmal ist sie wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen. Sie sieht was und dann muss es eben unbedingt haben. Ja, und ich musste sie jetzt suspendieren. Ja, aber sie hätte nie gerafft, dass sie etwas falsch gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie einfach nicht richtig aufgepasst. Marlene, sie hat ein Kleid aus der Firma mit nach Hause genommen. Sowas ist absolut verboten. Das kann die Präsentation ruinieren.
Weiß eigentlich irgendjemand außer dir, dass dieses Kleid da draußen schon rumläuft? Nein, zum Glück nicht. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Wenn die Presse davon erfährt, ja, dann war alles umsonst. Da können wir nicht wieder von vorne anfangen. Ach, Scheiße! Wer trinkt denn hier schon wieder Kaffee am Arbeitsplatz? Rebecca, ganz ruhig. Ist ja nicht so schlimm. Haben Sie vielleicht ein Kehrblech? Ja, jetzt holen Sie doch mal ein Kehrblech, bitte. Die Wahrheit? Klar. Okay. Hier kommt die Wahrheit. Ja. Du und ich. Es war gut. Und ja, es hat mich aus der Bahn geworfen. Nicht nur, weil ich mir überlege, wie schwul ich vielleicht wirklich bin. Sondern weil es mit dir war. Weil ich dich mag und weil du mein bester Freund bist und Sascha, ich... Nein, jetzt lass mich das sagen, bitte. Ich habe geahnt, dass wir damit unsere Freundschaft zerstören. Und nichts, was wir sagen, kann das wieder rückgängig machen. Wurde ich sauer. Weil ich mich gefragt habe, warum musstest du dich in mich verlieben? Warum kann ich einfach alles so wie davor sein? Und ich war so sauer, dass ich diese Frau abgeschleppt habe, um dir zu beweisen, dass du mir nichts bedeutest. Das war Schwachsinn. Du bedeutest mir so unheimlich viel. Ich will meinen Freund zurück. Ich will mit dir Spaß haben. Ich will mit dir in der WG wohnen. Ich will mit dir Kuchen backen. Mann, was weiß ich, aber ich kann mich nicht in dich verlieben. Das musst du kapieren. Das habe ich kapiert. Du hast recht, ich habe gehofft. Ich habe gehofft, dass der Sex zwischen uns alles ändert und dass wir vielleicht doch eine Chance bekommen. Ich war zu feige, dir das zu sagen, aber du hast ja sowieso geahnt. Ich wollte dir nicht wehtun. Hast du aber. Ja, das war vielleicht gut so, weil so habe ich gemerkt, dass es uns nichts werde. Ich kann vielleicht nicht sofort damit aufhören, mir das zu wünschen, aber ich krieg das hier nicht. Schaff das. Okay. Komm einfach wieder zurück, okay? Okay. Ich hab schon gedacht, die kapieren das nie. So oder so. Ich gebe einen aus. Woo! Neuen Pumps passen. Was macht ihr da? Also Tanja,
hat recht, sie ist perfekt. Das lassen wir so. Finde ich auch. Wie oft habe ich dir gesagt, benutzt den Schredder? Wie bitte? Das Gerät, das Papier in kleine Streifen schneidet, das steht da unten, Rebecca. Das weiß ich, aber ich mag das Ding nicht besonders. Ist das wichtig? Du allein bist verantwortlich für deine Skizzen und Entwürfe. Das hier wurde gerade von zwei Bloggern aus der Papiertonne gefischt. Das ist dein Entwurf! Du alleine bist verantwortlich, dass unsere Pläne geklaut wurden.